ist es am liebsten, ich spreche jetzt für mich persönlich, wenn wir eine Diagnose gestellt haben, dass das erste Diagnoseeröffnungsgespräch zwischen einem Arzt und das Team natürlich und der Familie stattfindet. Je nachdem, wie die Patienten oder Eltern sind, gehen sie ins Internet und suchen sich nach noch mehr Informationen. Im Verlauf sollte ein weiteres Diagnoseeröffnungsgespräch stattfinden, wenn die Kinder mehr Fragen stellen und mehr verstehen wollen. Es gibt sehr viel Informationsmaterial im Internet. Die erste Verweisung unsererseits ist, schauen Sie zuerst in die Website der Selbsthilfegruppe, die sehr gut ist und sehr viel Information, auch persönliche Information enthält. Es gibt auch Informationen in den Websites der Pharmafirmen, die die Therapien anbieten. Natürlich sind sie sehr gut selektiert und die Informationen haben eine gute Basis. Ich finde, dass alles, was dazu beiträgt, eine Diagnose zu stellen, so schnell als möglich, sehr gut. Es gibt dieses Tool, der Symptomchecker, in verschiedenen Websites und ich würde sagen, dass es ein gutes Tool ist, das Kinderfachärzte oder allgemeine Ärzte oder auch Spezialisten nutzen könnten oder nutzen sollten. Ein guter Arzt ist dann ein guter Arzt, wenn er merkt, dass seine Grenze überschritten worden ist und er nicht weiterkommt mit der Diagnostik, dass dieser Arzt den Patienten weiterverweisen sollte, eben an ein Expertisezentrum oder an eine Kinderklinik.